Viele Kunden fragen uns immer, wie grün ist euer Ökostrom eigentlich? Kann es sein, dass ich trotzdem Atomstrom kriege, auch wenn ich Ökostrom bei euch gebucht habe? Die Antwort ist, jein. Es ist wie so oft im Leben. Es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Eine kaufmännische und eine physikalische. Physikalisch ist die Sache am einfachsten. Strom fließt fast immer direkt vom Erzeuger zum Verbraucher. Also, wer am Atomkraftwerk wohnt, kriegt den Kernkraftstrom von nebenan, selbst wenn er den grünsten Grünstrom Deutschlands gebucht hat. Und wer an der Bleiloch- oder an der Hohenwartetalsperre wohnt, der kriegt den Wasserkraftstrom von nebenan, selbst wenn er den dreckigsten Braunkohlestrom Deutschlands gebucht hat, sofern es das überhaupt gibt. Soweit, so ernüchternd. Spannend wird es erst bei der kaufmännischen Antwort auf unsere Frage. Denn wer einen Ökostromtarif bucht, der verpflichtet seinen Energieversorger dazu, auch tatsächlich Grünstrom einzukaufen. Und diese Nachfrage sorgt dafür, dass mehr Grünstrom erzeugt wird, konventionelle Erzeugung verdrängt und CO2 eingespart wird. Und wo dieses CO2 eingespart wird, das ist dem Klima eigentlich egal. Uns aber nicht. Deshalb setzen wir bei unserem Jenaturstrom auf einen Herkunftsmix. Der allergrößte Teil unseres Grünstroms stammt aus Wasserkraftanlagen in Europa, zum Beispiel aus Österreich und Skandinavien. Und ein weiterer Teil stammt von Wasserkraftanlagen aus der Region, zum Beispiel von den Saale-Kraftwerken, wie dem hier am Burgauer Wehr. Und ein zugegebenermaßen noch kleinerer Teil stammt aus unseren eigenen Erzeugungsanlagen, zum Beispiel von PV-Anlagen in Jena und der Region. Dass unser Jenaturstrom wirklich zu 100% grün ist, bestätigt das TÜV-Zertifikat geprüfter Ökostrom, das wir alljährlich verliehen bekommen. Das weist uns nach, dass wir tatsächlich so viel Ökostrom eingekauft haben, wie unsere Kunden verbrauchen. Und es bestätigt, dass wir für jede verkaufte Kilowattstunde Grünstrom einen festen Beitrag in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren. Seit 2013 sind so mehr als 4 Millionen Euro zusammengekommen, die wir in Anlagen investiert haben, zum Beispiel in die PV-Anlage auf der Sparkassenarena oder auf dem Nahverkehrsdach oder in die Biogasanlage in Jena-Zwäzen.